Tag 0 meiner Wanderung nach Berlin, mitten im Winter, 200 Kilometer. Ja, ihr seht selber, das ist heute der Tag vor der Wanderung. Ich gehe nochmal raus und alles voll Schnee, alles voll Eis. Und ich habe mir etwas heute noch gekauft, was ich eigentlich gehofft hätte, nie wieder kaufen zu müssen. Aber ich probiere es, ich zeige euch das mal kurz. Ja, das sind tatsächlich richtig ganz normale Schuhe. Und naja, ich habe bisher ja immer, seit 2,5 Jahren bin ich im Ballengang gelaufen, meist barfuß oder mit Barfußschuhen, aber es gibt halt keine Winter-Barfußschuhe, also richtig ordentliche Winter-Barfußschuhe. Und zumindest auch nicht für den Preis, den ich hätte bezahlen können. Ja, auf jeden Fall, ich laufe jetzt wieder, also ich versuche das jetzt wieder, oder was heißt versuche das, es geht automatisch aufgrund des hohen Absatzes, dass ich wieder Fersengang laufe. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es ist dann tatsächlich so, dass man dann nun 2,5 Jahre die Muskulatur umgestellt hat auf Ballengang und jetzt dann wieder Fersengang. Und dann für so eine große Herausforderung, halt 200 Kilometer da am Stück in 7 Tagen, dann, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Also ich hätte es nicht, also mit Barfußschuhen oder barfuß, ich bin vor ein paar Tagen mal barfuß ein bisschen gelaufen. Das geht schon mal, wenn man dann abends dann wieder ins Warme geht, aber bei mir ist auch so, ich möchte, und das ist einfach so ein Gefühl, ja, so ein Raw-Gefühl, so ein rohes Gefühl. Ich möchte halt einfach kein Feuer machen. Ich möchte nicht irgendwie im Wald mich hinsetzen und dann was abbrennen und was brennen, sondern ich möchte einfach laufen und ich möchte irgendwann dann mein Zelt aufschlagen und dann möchte ich wieder weitergehen. Irgendwie, das fühlt sich einfach besser an. Und das ist auch das. Ich bin ja nicht gezwungen, zur Revolution zu laufen. Ich kann ja auch mit einem Flixbus fahren oder so. Aber ich mach's nicht. Und die Gesellschaft sagt dann, hey, bist du doof? Warum? Warum machst du das? Das kostet doch viel mehr Geld. Jetzt die Schuhe. Ne? Die haben auch nochmal 30 Euro gekostet. Da sagt die Gesellschaft, Mensch, das ist doch viel günstiger, wenn du für 5 Euro innerhalb von 5 Stunden fährst. Wir haben doch die modernen Errungenschaften. Und das ist doch super. Aber genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Dass wir in diesen Kriterien zu denken gelernt haben. Wir bewerten alles nach höher, nach weiter, nach besser, nach effizienter. Da mache ich keine Ausnahme. Umso wichtiger ist es mal, eine Ausnahme von diesem Denken zu machen und mal auszubrechen, um wieder zu erkennen, was es bedeutet zu leben. Was es bedeutet, seinem Herzen zu folgen. Was es bedeutet, wieder den gesellschaftlichen Überzeugungen zu handeln. Ja. Das kann man schwer beschreiben, was das in einem auslöst und was das auch an Lebensgefühl bedeutet. Und nicht zuletzt glaube ich auch, dass das für die seelische Gesundheit von besonderer Bedeutung ist, wenn man da seinem eigenen Herzen folgt. Und das ist nicht quantifizierbar, das ist mir auch klar. Aber mir geht es ziemlich gut. Und wenn ich mich umschaue, wie es den Menschen so geht, dann geht es mir ziemlich gut, geistig. Körperlich, da habe ich zu viel Raubbau betrieben in den ersten Jahrzehnten meines Lebens. Wie gesagt, ich habe 165 Kilo gewogen. Ich habe ja diverse Eskapaden gehabt. Ich wurde mit einer Eisenstange, ist mein Knie zertrümmert worden, meine Bandscheibe ist raus. Und ja, naja, das sind ein paar Sachen, die werden nicht mehr zu reparieren sein. Und das liegt auch teilweise an mir, ne, dass ich so viel gewogen habe, dass ich so viel Frust in mich reingefressen habe und dann trotzdem versucht habe, Sport zu machen, um halt anerkannt zu werden. Und naja, aber ich bin trotzdem glücklich. Und klar, es ist für mich jetzt schwerer als für jemanden, der vielleicht auch in meinem Alter ist und der sagt, okay, 200 Kilometer in 7 Tagen, trotz Winter, das ist für mich kein Problem, passende Sachen und dann geht's ab. Für mich, ich habe jetzt ein paar kleine Testwanderungen gemacht, so 10 Kilometer immer. Jeden Tag tut was anderes. Maß das Knie, maß die Achillessehne. Heute ist es der Ellenbogen, weil ich nutze ja auch Stöcker. Ich bin ein alter Mann. Ich nutze auch so diese Wanderstöcker. Und da hat es heute am Ellenbogen wehgetan. Naja, und so könnte man sagen, boah, alles tut weh, alles ist schlimm. Aber für mich ist das anders. Ich denke einfach, wenn jeden Tag was anderes weh tut, dann kann es gar nicht so schlimm sein. Dann verteilt sich das immer wieder und der Körper regeneriert. Und ja, deswegen sehe ich es nicht so dramatisch. Heute kam noch was dazu, und zwar mein Hals. Ich habe jetzt so, wenn ich schlucke, Probleme. Und ich weiß,
Ja, von der Cecile, die hat mein Hals geguckt, aber wohl ziemlich rot ist. Naja, das ist auch nicht so gut. Aber ich habe Seilbahnbonbons gekauft. Meine Stimme ist zwar nicht so gut, aber ich will ja wandern und nicht. Na doch, ein bisschen YouTube-Videos will ich auch drehen. Naja, ist alles nicht so optimal. Aber ich genieße das Leben und ja, bin da absolut überhaupt nicht im Zweifel, dass es irgendwie schlecht sein könnte. Ich laufe jetzt gerade über die Autobahn. Also nicht. Ja, naja, so, jetzt geht's weiter und vielleicht melde ich mich nochmal, ansonsten geht's morgen dann los. Die Videos werden natürlich, ich hoffe, man hört mich, weil ich bin direkt an der Autobahn, die Videos werden natürlich zeitverzögernd kommen, weil ich habe ja quasi keinen Vertrag, wo ich jetzt so irgendwie viel hochladen kann, also Handyvertrag, sondern halt, ja, ich kann ein bisschen surfen und das war's. Das heißt, ich bin auf WLAN angewiesen. Da ist aber eigentlich das ganz schön kalt, ich muss meine Hand wechseln. Da ich aber ja, über die Felder wandere quasi, ja, es wird wohl kein WLAN haben. Es kann also sein, dass die Wanderung, also das nächste Video von Tag 1, erst in 7 oder 8 Tagen kommt. Am besten ihr schaut mal jeden Tag rein, ob es kommt. Auf Facebook gibt es auf jeden Fall und auf Instagram auf jeden Fall ein paar Inspirationen. Nee, nicht Inspiration. Inspiration? Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Impression, natürlich Impression. Jetzt geht es schon mit dem. Naja, ich sage ja das Alter. Also Impressionen gibt es auf Instagram und Facebook. Da könnt ihr mich live verfolgen. Ansonsten die Videos von der ganzen Wanderung gibt es dann natürlich schön am Stück. Auch jeden Tag, ab dem Tag, wo es dann funktioniert. Oder vielleicht kommt ja am zweiten Tag irgendwie so WLAN-Spot und da kann ich mal ein Video hochladen oder so. Keine Ahnung, wir werden das alles sehen. Ich bin sehr gespannt, auch aufs Schlafen nachts. Das mit der Folie hat ja nun nicht geklappt. Ich habe leider, mal Hand wechseln, eure Kommentare ein bisschen spät gesehen mit der Folie, dass das, also ich habe mich in Folie eingewickelt und ja, ich habe natürlich geschwitzt und der Schlafsack wurde dann nass und das war die Hölle. Hat also nichts gebracht. Ja, ich hoffe einfach, dass es wärmer wird. Ne? Vielleicht hilft mir ja der liebe Gott oder Allah oder an wem, wer auch immer da das Regime führt im Himmel. Und ja. Da kann ich so viel reden. Aber ich fühle mich einfach schon wieder total. Wenn man draußen ist, fühlt man sich einfach so gut. Und ich habe mir was geleistet, was vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen ist. Aber naja, man hat mir immer so gesagt, dass ich immer so schwarz-grau durch die Gegend laufe meistens. Und naja, dass ich doch von der Mentalität eigentlich doch eher so ein farbiger Typ bin. Da ich aber selber jetzt so mit den Farben sehen, dass das nicht so mein Metier ist, habe ich mich da leiten lassen und habe mir etwas. Ich merke gerade, dass mein Schuh doch ein bisschen nass wird. Ich laufe auch die ganze Zeit durch den Schnee. Aber die haben 30 Euro gekostet. Die müssen doch. Och Mann. Naja, es wird ja auf jeden Fall. Nee, trocken wird es auch nicht, weil es hat Regen angesagt. Aber egal. Irgendwie kommt eine Lösung. Das wird ja das Interessante. Und wie gesagt, wenn es scheitert, und diesmal ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dann scheitert es eben. Und dann ist das ganz gut, weil dann ist es ein praktisches Video zu meinem Video, was ich gemacht habe bezüglich des Scheiterns. Aber um aufs Thema zurückzukommen. Ein Farbtupfer. Ich habe mir ein paar Handschuhe gegönnt, die wohl ziemlich grell neongelb sein sollen. Und ja, und mit diesen Handschuhen bin ich auf jeden Fall zu erkennen, falls mich jemand sieht auf der Wanderung von Leipzig nach Berlin mit solchen hellen Handschuhen. Das bin ich. Gut. Das soll es gewesen sein. Ja, meine Stimme ist halt scheiße, aber alles gut. Wir sehen uns ja am nächsten Tag, wann auch immer das Video kommen wird. Ich habe natürlich schon für die nächsten Tage Videos produziert und ich werde auch oft die Kommentare lesen und auch wieder alles beantworten, weil das kann ich. Also Kommentare beantworten, lesen, das mache ich jeden Tag 2-3 Mal sicherlich, wenn ich Pause habe bei der Wanderung. Einfach um in Kontakt mit euch zu bleiben. Ich finde, das ist schön. Und ja, also das bleibt beim Alten. Ich habe ein paar Videos vorproduziert. Wir sehen uns. Auf geht's!